herzlichen Glückwunsch, möchte man der Bundesregierung zurufen. Jetzt haben die gemerkt, dass wir auch einen Geheimdienst haben. Der war ja vorher so geheim, dass selbst der Geheimdienst gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Und dieser BND hat auch keine Informationen an die NSA weitergegeben. Großes Indianer-Ehrenwort. Und da muss man am Ende die NSA dann doch wieder mal loben, wenn das die von einer Organisation, die es gar nicht gibt, keine Informationen bekommen hat und da noch Erkenntnisse draus zieht, da muss man sagen, Respekt, Alter. Aber jenseits dieser ins Lächerliche tendierenden Vorkommnisse hat das Ganze natürlich einen sehr ernsten Hintergrund. Seit dem 11. September 2001 werden die Grundfesten der Demokratie erschüttert. Im Namen der Terrorabwehr wird die Vernichtung von Freiheit und Bürgerrechten in dieser Gesellschaft gerechtfertigt. Die Demokratie wird verteidigt mit den Mitteln der Diktatur. Die Machenschaften von BND und NSA stehen der Überwachung der Stasi ja nur dahingehend nach, dass sie deren Überwachungen in Intensität und Skrupellosigkeit bei weitem und in Längen übertreffen. Und die DDR galt damals als Unrechtsstaat. Und das Schweigen von Frau Merkel zu den Machenschaften von heute zeigt, dass wir auf dem Weg in genau diesen Unrechtsstaat sind. Und dann kackdreist zu behaupten, dass mit den Amerikanern über ein No-Spy-Abkommen verhandelt wurde, wo man heute weiß, dass diese Verhandlungen so aussah, dass die Bundesregierung gesagt hat, wollen wir bitte, liebe Amerikaner, über ein No-Spy-Abkommen diskutieren? Und die Amerikaner haben geantwortet, no. 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 Daraus in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, man habe mit den Amerikanern über ein No-Spy-Abkommen diskutiert. Das ist ja wie, wenn ich mir auf ein Foto von Rihanna einen runterhole und dann vor Freunden kackdreist behaupte, ich habe mit ihr geschlafen und zwar mehrfach. No. Die halbe Wahrheit ist manchmal der Lüge näher als der Wahrheit. Aber die Schuld daran, Frau Merkel in die Schuhe zu schieben, greift einfach mal wieder zu kurz. Ja? Denn sie bedient ja nur das, was die Menschen sich von ihr wünschen, nämlich die Entpolitisierung der Politik. Ja? Sie wollen einfach in Ruhe gelassen werden und Frau Merkel bietet das an. Und viele können sich ja gar nicht mehr daran erinnern, dass Politik mal was mit konkreten Entscheidungen zu tun hatte. Es reicht, wenn Entscheidungen angekündigt werden. Und ein Teil dieses Lügengebäudes ist ja auch, dass uns erzählt wird, dass durch diese massenhafte Überwachung tatsächlich Terroranschläge verhindert wurden. Dafür lassen sich bisher keine Beweise finden. Oder wie es der damalige Innenminister Friedrich ausgedrückt hat, es wurden Terroranschläge in sehr frühem Stadium verhindert. Ich glaube, da wurden Terroranschläge in so frühem Stadium verhindert. Da wussten selbst die Terroristen noch nichts von ihren Anschlagsplänen. Die viel entscheidendere Frage ist doch, wie wollen wir leben und was ist uns diese Freiheit wert? Und da muss in aller Deutlichkeit mal gesagt werden, es gibt keine absolute Sicherheit. Das ist das, was uns Frau Merkel sagen müsste, dass es keine absolute Sicherheit gibt. Und wenn wir diese Freiheit verteidigen, indem wir uns ein Gefängnis bauen aus Überwachung, Angst und Furcht, dann ist das am Ende keine Freiheit mehr. Der viel größere Skandal hinter dem Überwachungsskandal ist doch, dass die meisten Menschen in dieser Gesellschaft mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen. Sie wollen mit dem Politischen heutzutage nicht mehr belästigt werden. Und Frau Merkel ist genau das, diejenige, die das ihnen anbietet. Sie wollen in Ruhe gelassen werden, sie wollen in Ruhe konsumieren, in Ruhe Auto fahren und sich abends vom Fernseher sedieren lassen. Und deshalb, unabhängig jetzt von diesem Überwachungsskandal, zerstören wir jetzt zum Beispiel die Boote der Schlepper, die Menschen übers Mittelmeer zu uns bringen, damit die Menschen wieder in Afrika verrecken, wo wir es nicht mitbekommen. Denn das Elend macht auf Dauer keine Freude, beiden Seiten nicht. No. Wie Sie sich jetzt, wenn Sie sich jetzt in Ihrer Naivität sagen, ach, von mir aus können Sie mich doch überwachen, ich habe nichts zu verbergen, dann sage ich, ja, dass Sie so unverdächtig sind, das macht Sie am Ende verdächtig. Wenn Sie jetzt sagen, ach, das behauptet der nur, ja, der Idiot, dann sage ich, ja, ich habe hier was vorliegen, das ist nämlich die Watchlist Guidance, das Handbuch des US-Geheimdienstes, das können Sie im Internet auffinden, wenn Sie mal danach suchen. Und da zitiere ich jetzt mal draus, um von den USA als Terrorist eingestuft zu werden, sind weder konkrete Fakten noch unwiderlegbare Beweise notwendig. Verdächtig ist unter anderem auch derjenige, der besonders unverdächtig ist. Das heißt, Sie sitzen im Wohnzimmer und sagen sich, ich habe nichts zu verbergen und gleichzeitig finden die Amerikaner bei Ihnen im Keller Massenvernichtungswaffen. Herzlichen Glückwunsch. Entscheidend
ist am Ende ein von Algorithmen berechneter Wahrscheinlichkeitsfaktor. Entscheidend ist also nicht, wenn jemand beschossen wird von einer unbemannten Drohne, ob er wirklich Terrorist ist, sondern ob er bestimmten Kriterien entspricht. Also da, wo sich mehrere Männer in wehrfähigem Alter versammeln, da wird halt mal reingebombt. Deshalb werden auch in Afghanistan immer wieder Hochzeiten beschossen. Ne? Also den nächsten Grillabend mit guten Freunden im Garten, den würde ich nochmal überdenken. Algorithmen sind der Schlüssel zu allem, ja, weil Algorithmen sehr schnell sind und sehr exakt, ja, aber halt auch sehr dumm. Ja. Denn Algorithmen können Ihnen zum Beispiel berechnen, ne, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nächste Woche im Lotto gewinnen. Und zwar bis auf die millionstel Stelle hinterm Komma genau können die berechnen, ob Sie im Lotto gewinnen. Und das unabhängig davon, ob Sie nächste Woche Lotto spielen. Ne. Das sind Algorithmen. Ne. Der Kampf für Demokratie und Freiheit sollte man nicht denen überlassen, die sich für Demokratie und Freiheit überhaupt nicht interessieren.